Schönen guten Tag, liebe Freunde! Herzlich willkommen hier bei Verspielt Game mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. In diesem Playthrough, ja, widme ich mich dem Stiefkind, ja, der Souls-Reihe, für viele zumindest, dem Spiel, wo gesagt wird, ah, das ist nicht so gut geworden, ne, das ungeliebte mittlere Kind, ja. Aber ich sage, nee, es ist genauso gut wie die anderen beiden Kinder dieser Reihe. Erst recht in Sachen Lore, in Sachen Atmosphäre, in Sachen Story und auch hier und da in Sachen Gameplay. Ob mein Gameplay des heutigen Tages so gut sein wird, das wage ich allerdings zu bezweifeln, denn wir gehen zurück in die Riesenerinnerung, ein drittes und hoffentlich letztes Mal, und stellen uns heute eben jenen Riesen im Kampf. Denn beim letzten Mal haben wir sehr viel über sie gehört, über ihre Kultur, beziehungsweise über ihre Art und Weise, warum sie überhaupt nach Dragonlake gekommen sind und dass sie einen Anführer haben, mit dem nicht zu spaßen ist. Aber hier, im Gedenken von Vamar, werden wir uns auch eben jenen Kollegen stellen. Ich werde dabei versuchen, alle möglichen Items einzusammeln, die es gibt, die möglich sind. Aber natürlich, liebe Freunde, müssen wir uns dazu erstmal noch ein paar Gegnern stellen. Und die machen mal keinen allzu netten Eindruck. Upsala, da habe ich ganz vergessen, dass der eine Dreier-Kombo hat. Guck doch mal, wie cool die sind. Die Kollegen. Und dass ich mich kaum bewegen kann, während sie hier den Boden erschüttern mit ihren Schlägen. Das ist so geil, das ist so cooles Gegnerdesign. Das kann ich euch mal verraten. Und da draußen warten schon die nächsten Schmerzpatienten auf uns. Aber vorher hole ich mir noch schnell ein Item. Und zwar einen Feuersamen von diesem Dragonlake-Soldaten. Und ich bin auch wie einer gekleidet. Vielleicht macht ihr das ein bisschen wütender. Und da hinten sehen wir schon die coolste, muss ich wirklich sagen, die coolste Reinkarnation dieser Riesenkrieger. Alter! Krasser Scheiß! Ich dachte, das kann ich blocken. Da hinten sahen wir ganz kurz die coolste Reinkarnation dieser Riesenkrieger, nämlich ihre Magier. Und merkt, guckt euch übrigens den von euch aus betrachtet rechten Arm an, dieser Magiere, denn der ist leicht grünlich, was natürlich, wie gesagt, wie beim letzten Mal diese Naturverbundenheit so ein bisschen weiter symbolisiert. Und ja, liebe Freunde, ich habe es euch angekündigt, das Gameplay wird in diesem Teil nicht so gut werden. Ich mag vielleicht viel über Dark Souls wissen, gut darin sein, habe ich aber nie von mir selbst behauptet. Och nee, Verlassener, das ist der dümmste Zeitpunkt, um irgendwie hier aufzuschlagen. Ohne Spaß, hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier heimzusuchen? Penner. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich will nur zu den Riesen. Ich wollte heute eigentlich nicht mich mit dir beschäftigen. Hau mal ab, du. Da hat der da durchgepolst. Naja, der hat auch ein bisschen Polst, der Kollege. Hau ab, du, habe ich gesagt. Da polst der schon wieder durch meine Attacken durch. Ich glaube, es hakt. Eins. Jetzt haut er wieder zu. Komm. Du Nasenbär, ich will nichts mit dir zu tun haben. Blöder Verlassener. So. Ruhe. Mensch, ey. Na gut, da kann ich gleich das Menschenbild, was ich von dir bekomme, gleich benutzen, um mich wieder menschlich zu machen. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Gib mir jetzt das Menschenbild hier. Dankeschön. So. Kann ich gleich mal wieder benutzen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht schon wieder auf den Sack kriege von den komischen Riesen. Ja, liebe Freunde, ihr seht, ich bin, wie gesagt, was das angeht, ja eben nicht der Beste. Aber dafür seid ihr ja auch nicht hier. Ihr seid ja nicht hier, um cooles Gameplay zu sehen. Das könnt ihr euch bei anderen Leuten angucken. Die Speedruns machen, die sagen, ey, ich mache einen No-Damage-Run, No-Hit-Run. Gibt's ja alles, die ganzen verrückten Menschen, die das Spiel noch in- und auswendiger kennen als ich. Also vor allen Dingen, was das Gameplay angeht, kennen sie das wirklich in- und auswendig, habe ich so im Gefühl. Also da muss ich mich noch sehr warm anziehen, um bei denen, wie gesagt, irgendwie mit... Du Penner! Du bist so ein Penner, du wartest gleich hier auf mich. Weil du schon? Und... Ach komm, du Penner, wenigstens bist du so breit mit deinen Schultern, dass du hier nicht durch die Tür kommst. Na, aber... So, bin ich dran. Interessant ist auch, dass deren Schläge...
quasi die Erde so ein bisschen erschüttern lassen und ich dadurch auch, glaube ich, ein bisschen Ausdauer verliere. So, mein lieber Drachenmann, ich habe gar keinen Bogen. Ist natürlich gut, ich habe nur mein Fernglas. Ich dachte, ich mache dich mal mit einem Bogen platt. Ihr seht, ne, was der einem abzieht, der Kollege. Das ist nicht mehr feierlich. Nein, komm hier rein, bitte. Oh Gott, ich brauche hier schon wieder 50 Anläufe, um durch diese Erinnerungen durchzukommen. Ich sehe das schon. Okay, jetzt bin ich dran. So. Ja, ich will es hinter dich. Ach, Gott, halt nicht. What? Was ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt hingefallen? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt? Bist du hingefallen? Bist du ausgerutscht? Oh, der hat mir eine Bananenschale hingetan. So, wo ist denn hier sein Kollege? Genau. Der ist cool. Guckt ihn euch an. Hat einen coolen Arm, der in Gift getränkt ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Penner ist. Ich wollte eigentlich erstmal, dass du deine Pyromantie machst, du Saftsack. Pyromantie! 1 und 3. So. Und jetzt bist du tot. Mein Freund. So. Dann werde ich wahrscheinlich hier wieder mehrere Anläufe brauchen, um hier durch das Ding durchzukommen, denn alle Items wollte ich hier eigentlich einsammeln. Hier liegt übrigens wieder die schönen Bücher. Ja, das Buch, das in jedem From Software-Spiel drin ist. Aber dafür haben wir gerade keine Zeit. Wir müssen uns hier durch dieses echt cool designte Level, was eigentlich nur die, die coolsten Offenbarungen einem gibt. Hier, guckt euch an, hier haben wir sogar richtig mit den fetten Eisentrachtrittern. Und ihr versperrt mir gerade mal volle Kanne den Weg hier. Dankeschön. Weil mit denen will ich mich alles nicht anlegen, sondern ich will eigentlich nur hier durchkommen durch die ganze Geschichte. Ja, da drüben, nee, nicht mit denen und alles sowas. Ich will einfach, na, das wollte ich nämlich auch gerade nicht, dass der mich hier mit den ganzen Sachen bewirft. Eigentlich wollte ich hier nur runter. Ja, nicht mich bewerfen. Ich wollte nur meinen Feuerdrakenstein mal kurz holen. Ich habe gerade gesagt, nicht mich bewerfen. Du Nasenbär, du. Da bewirft er mich. Ich glaube, es hackt. So, ich will mir eigentlich nur diese Kiste hier holen. Weil hier gibt es gar nicht so viel zu entdecken, glaube ich, in der Erinnerung oder dem Gedenken an Vamar. Ein Verstärken des Etwas gibt es hier. Auch schön, hat jemand in die Kiste getan. Und hier drin gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Items. Ja, denn hier gibt es nämlich die, ihr seht, also ihr habt ein ganz schönes Battle getobt. Also hier haben sie sich auch wirklich sehr viel Mühe gegeben bei der Asset-Gestaltung. Also, dass man hier, wie gesagt, wirklich mal ein paar coole Assets zu Gesicht bekommen hat. Und da seht ihr die Kollegen, die ich meine. Und die haben wirklich Magie am Start. Und hier, der hat auch nicht diesen grünen Arm, sondern der hat so ein bisschen... Mit Feuer ist er so am Start, habe ich gesagt. Da trifft er mich aber trotzdem immer noch. Ich habe es euch angekündigt. Es wird heute kein gutes Gameplay werden. Denn ich habe lange nicht gespielt. Das Post-Commentary, was ich aufgezeichnet habe, das war das letzte Mal, dass ich irgendwas mit Dark Souls 2 gemacht habe. Ach, herrje. Und dass man immer wieder dahin zurück muss. Naja, wenigstens kommt der Verlassene jetzt nicht. Leckt mich am Arsch. Na gut, vielleicht cutte ich das auch hier, liebe Freunde. Aber nö, eigentlich warum denn? Warum sollte ich das denn cutten? That's the experience you get. Ja, das bekommt ihr, wenn ihr mit mir irgendwie bei mir hier mit dabei seid. Nicht gerade das beste Gameplay, aber hey. Mehr kann ich nicht. Mehr ist nicht drin bei mir. Ich glaube, ich kann die Cutscene ja auch abbrechen. Ja, ich kann die Cutscene abbrechen, liebe Freunde. Müssen uns nicht immer wieder angucken. Obwohl sie sehr geil ist, wenn man so sich in den Nebel verwandelt und dann so da reingeht. Der Captain Drummond denkt sich aber auch, ja, du bist aber wirklich ein bisschen... Also tapfer bist du auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen doof. Dass du hier immer wieder... Ja, und du machst jetzt die Tür kaputt. Ja, das weiß ich. Geh mal zurück, mein Freund. Nein, 1, 2 und... Geh zurück, mein Freund. Dankeschön. Komme ich nämlich mal ein bisschen an dir vorbei. So. Hallo. Das hätte nämlich gerade wieder schief gehen können, wenn er mich mit seinem doppelten Faustschlag da erwischt hätte. Apropos schief gehen können. Ihr kommt doch, glaube ich, nicht durch diese Tür durch, ne? Genau. Dann kann ich euch nämlich mal links liegen lassen, ihr Nasen. Mit euch will ich nämlich nichts mehr zu tun haben gerade. Ich will eigentlich nur meine... Oh Gott.
das darf nicht explodieren. Ich will eigentlich nur wieder meine Seelen holen. Und da drüben gibt es, glaube ich, noch ein Item. Das will ich noch holen. Ja, denn genug Seelen kriegt man so oder so. Was auch wieder interessant ist, dass man selbst hier die Seelen bekommt. Ne, wenn die Typen hier alle sterben. Das ist auch ein guter Ort, um zu farmen. Also, weil man kann hier ja sehr, sehr häufig in diese Erinnerungen rein. Und einfach sich hier hinstellen und abwarten, bis die Kollegen sich alle selber umgebracht haben. So. Yeah! Penner! Man kann nämlich diese tollen Riesen auch ganz schön toll backstabben. Ja. Habe ich auch erst bei meinem zweiten Playthrough übrigens gewusst, dass man diese, dass man die Riesen backstabben kann. Den Typen glaube ich da drüben nicht. Der schon mich gesehen hat. Der will mir definitiv auf die Fresse hauen. Und der macht das auch wirklich mit einem Schlag. Da hat man wirklich gar keine Chance. So, hier hinten gibt es glaube ich noch was. Gab es hier hinten noch ein Item? Auf jeden Fall sieht man hier Dragon Lake Castle. Oder beziehungsweise ist ja nicht Dragon Lake Castle, ist ja die Festung. Am Fuße sozusagen von Dragon Lake. Ach, da drüben ist noch was, genau. Genau, erstmal noch hier das Item. Ich glaube, der Typ da hinten, der bewacht auch noch ein Item. Da gehen wir dann auch nochmal hin. Aber ich glaube, ich stelle mich erstmal dem Kollegen hier. Denn der bewacht das, was ich haben will. Nämlich die Scheiß... Ah, fuck. Die Scheiß Drachenseele. Und ihr seht auch... die Drachenseele. Die Scheiß... Fuck you. Die Scheiß Riesenseele. Und ihr seht auch schon, wie viel Leben der Kollege hier hat. Aber ein Glück, dass er so langsam ist, wie alle großen Wesen. Aua. Ah. Und das ist nämlich eine Attacke, die ist richtig fies. Wenn man nämlich hinter ihm steht, macht er die... Macht er die nämlich immer wieder. Gerne. Diese Attacke, wo er so seine beiden Sachen so nach hinten ballert. Ja, und apropos nach hinten ballert. Er ballert mich auch ein bisschen kaputt, der Kollege. Ich muss mal kurz die Treppe runter. Ich muss mich mal kurz heilen, mein Freund. Weil du kannst mich rein theoretisch one-shotten, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Komm mal nochmal her. Ich will doch eigentlich nur deinen Buddy. Ich will eigentlich nur das Item dort und deinen Buddy, der da liegt, neben dir, tot. Mit seinem komischen Arm. Dem will ich eigentlich nur das, die Seele holen. So, tot, mein Freund. So, will ich nur meinen Lebensstein holen. Den können wir auch gleich nochmal benutzen. Und die... Ah, das können wir uns auch noch holen. Das Item. Seele des großen Helden. Das war ein großer Held. Hat ihm nichts gebracht. Und dann... Holen wir uns die Riesenseele. Und wenn wir das nochmal untersuchen, hier vor diesem Tor, dann geht's zurück aus der Erinnerung. Und ich glaube, ich habe noch ein Item vergessen. Interessant ist übrigens, dass wenn man hier selber rausgeht aus der Erinnerung, kommen die Gegner nicht wieder. Nur wenn man rausgeschickt wird, weil man sich zu lange hier drin aufgehalten hat, dann kommen die Gegner wieder. Kleiner Funfact für euch. Ich glaube, ich habe noch ein Item vergessen. Ich glaube es. Ich gehe noch einmal rein, liebe Freunde. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, weil am Ende des Tages, ne, kann ich das auch nochmal zwischen den Teilen machen. Aber Gott, in der Zeit können wir auch noch ein bisschen über die Riesen reden und ihre Motivation. Denn sie sind ja schon, haben ja schon ein interessantes Design, ne, mit diesem Loch im Kopf. Und das habe ich ja auch erklärt, was vielleicht der Grund sein könnte. Aber interessant ist natürlich auch vielleicht, dass die Riesen... auch für Fürst Ventric beziehungsweise für alle anderen so interessant sind, weil ihr Design oder beziehungsweise ihre Rasse vielleicht selber einen Weg gefunden hat, um, weil das sieht ja schon so ein bisschen aus wie der Abgrund, also pure Dunkelheit da in ihrer Fresse. Vielleicht haben die ja als Rasse selber einen Weg gefunden, um den Fluch zu brechen. Vielleicht ist das ja das, was sie so interessant gemacht hat. Ne? Vielleicht haben sie irgendwie einen Weg gefunden, diesem gesamten Ding zu widerstehen, indem sie vielleicht ihre besonderen Seelen, ja, indem sie vielleicht... Aua, fuck you! Fuck you! Das ist so geil, wie die einen so anbrüllen. Das hat so ein bisschen Anime, das ist so Anime-Style. Absolut. Vielleicht, indem sie es... quasi gesagt haben, ey, wir umarmen den Fluch, anstatt ihn quasi vertreiben zu wollen. Und vielleicht ist auch deshalb, um das Wort umarmen mal zu bemühen,
ja ihre Seele genauso gestaltet, wie sie dann eben aussieht, wie wir sie auch hier eingesammelt haben, nämlich eine hell leuchtende Seele, wollte ich gerade sagen. Alter! Alter! Ey, bekämpft ihr euch nicht gerade mit den Kollegen? Was seid denn ihr für Penner? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier hinten... Ich glaube, hier hinten lag nämlich noch ein Item. Was für ein Penner! Habt ihr das gesehen? Was für ein Penner. Dass ihre hell leuchtende Seele ja im Inneren sowas Schwarzes hat. Und vielleicht war deshalb, waren sie so interessant, ja, als Objekt der Begierde für Vendrick oder den Fürst dieses Landes hier. Weil er gesagt hat, oder weil er vielleicht gesehen oder gehört hat, dass sie eine Lösung für den Fluch hätten oder dass in ihnen die Lösung für den Fluch ist. Liebe Freunde, ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar werde ich jetzt A, meine Seelen zurückholen und B, jetzt einen Cut machen und euch vielleicht einfach nur im Schnelldurchlauf zeigen, wie ich nochmal nach einem Item suche und meine Seelen zurückhole. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, da sind wir zurück. Ich habe das letzte Item geholt, was gar nicht mal so uninteressant für uns ist. Nämlich eine riesige Keule. Und zwar nämlich die Riesenkrieger-Keule. Keule der Riesen, die Drangleic belagerten. Nichts weiter als ein Felsbrocken festgebunden an einem Baum, aber eine mächtige, wenn auch primitive Waffe. König Vendrick führte, Königin Nashandras Rat befolgend, seine Armeen gen Norden, um die Riesen zu unterjochen und sich ihre mächtigen Seelen zu sichern. Hier ein weiterer Hinweis darauf, was der eigentliche Preis ist, ja, den man geholt hat, sozusagen. Also vielleicht sogar auch schon der deutlichste Hinweis darauf, dass es wirklich was mit den Seelen zu tun hat, liebe Freunde, von denen wir jetzt übrigens zwei hier im Gepäck haben. Also das sind alles Vermutungen, die man angestellt hat. Außerdem kann ich euch die Keule mal zeigen, die ist echt verdammt cool. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Stärke man dafür braucht, aber ich glaube, ja, sogar 60, genau, das ist die schwerste Waffe im Spiel. Ich kann sie mit beiden Händen tragen. Es ist eine verdammt, ich glaube selbst die, der Chicken Wing, also die Schmelzerkeule, also die Keule, die man machen kann, oder den Felsbrocken, den man machen kann aus der Seele des Schmelzerdämons, selbst die braucht auch nur 50 Stärke. Ich glaube, das ist die, wo man die meiste Stärke braucht, die Waffe, bei der man die meiste Stärke braucht. Und wie gesagt, diese kleine kurze Itembeschreibung, die zeigt einem vielleicht auch wirklich, was dieser Preis war, in Anführungsstrichen, den Fürst Vendrick, hier wird es übrigens nochmal gesagt, mit Königin Nashandras Rat folgend, zurückgeholt hat. Vielleicht eben genau diese mächtigen Seelen, von denen wir jetzt eben zwei im Gepäck haben. Und weil ich ja eben gerade gesagt habe, das Design ist ja nicht umsonst so gehalten, dass eben einfach mächtige Seelen den Fluch quasi umarmen. Vielleicht aber auch, dass man, nur wenn man nur eine mächtigere Seele genug hat, dass diese Dunkelheit, die tief im Innern einer jeden Seele schlummert, sozusagen, dass die nicht ausbrechen kann, dass das quasi wie so ein Schutzmantel drumherum ist. Alles interpretierbar, liebe Freunde. Alles interpretierbar. So, ich würde sagen, ich habe jetzt Fat Roll sicherlich, ja, ich weiß gar nicht, wie viel sogar. Das würde mich mal interessieren. Sogar 80, alter Falter, ist die schwer. Alter Falter, ist die schwer. Ne, dann gehen wir natürlich zurück zu meinem Drangleic Schwert, das ich übrigens auf plus 5 gebracht habe. Ist dann übrigens eine echt coole Waffe. Also eher eine Waffe, eine Quality Weapon. Also sprich, wenn man ein Quality Build macht, Stärke und Geschicklichkeit, was ich hier ja habe, auf einer Stufe ungefähr zu haben, dann ist das eine gute Waffe, aber es ist halt auch eine sehr gute Dexterity Waffe. Also Geschicklichkeit, weil die skaliert mit A dort, während sie bei Stärke nur mit C skaliert. Aber, wie gesagt, man braucht halt glitzerndes Titanit dafür. Aber wenn, dann macht die schon ordentlich Wummes. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuhaue. Also meine Statistik, also mein Build ist sowieso nicht so optimal wie immer. Weil, wie gesagt, Zahlen interessieren mich eigentlich relativ wenig. Seht ihr, trotzdem da in einer Hand 438. Was schon nur echt hohe Summe ist. Das liegt natürlich auch daran, dass ich komplett overleveled bin. Und dass ich dafür so viel auf die Fresse kriege, sollte euch ein Ausdruck sein, wie gut ich eigentlich in diesem Spiel bin. Aber, liebe Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr und rein theoretisch, auch wenn die ein bisschen länger ist, als die
andere Erinnerung. Können wir noch in die nächste Erinnerung reingehen, nämlich die Erinnerung von Oro, glaube ich, Gedenken an Oro. Und die ist hier in der Soldatenrast. Auch, wie gesagt, im Wald der gefallenen Riesen, ja, die Drangleic belagerten und dieses Fort damit ja auch belagert hatten. Ich weiß gar nicht, hier habe ich euch noch nicht alle despawned, was nicht schön ist, weil das bedeutet nämlich, dass ihr alle kommt, um mir auf die Nuss zu hauen. Das weiß ich. Auf jeden Fall einer kommt und will mir auf die Nuss hauen. Nein? Gut, dann halt nicht. Dann gehe ich zu meinem Riesen. Ja, in der Hoffnung, yep, dass sogar ein Riesenbaumsamen hier dran ist. Ach, liebe Freunde, ist das nicht geil? Kriegen wir sogar einen Riesenbaumsamen. Zack, da war er. Ja, ganz schön groß, den wir uns jetzt ins Gepäck gesteckt haben. Da habe ich dieses Item auch schon mal. Ich glaube, ich habe da auch schon eins gehabt, oder? Eine von den im Riesenbaum stammenden Klumpen. Feinde reagieren auf Eindringlinge. Als die Riesen fielen, wuchsen sie zu gigantischen Bäumen. Der Tod ist nicht das Ende, denn alles Leben verbleibt im großen Kreislauf der Wiederauferstehung. Doch was ist mit jenen, die außerhalb des Kreislaufes stehen? Vielleicht diese Kollegen oder die immerwährenden Drachen. Ihr seht, die Hinweise verdichten sich, warum man überhaupt diese Kollegen attackiert hat, weil vielleicht man bei ihnen, wie gesagt, den Schlüssel dazu gesehen hat, außerhalb des Kreislaufes aus Leben, Sterben und Wiederauferstehen zu sein. Ja? Und in einer weiteren dieser Kollegen in seiner Erinnerung, ein Riese ruht in Frieden. Bin ich bescheuert? Moment, liebe Freunde, ich glaube, ich bin bekloppt. Ist das nicht der... Ich bin wirklich bescheuert, liebe Freunde. Ich bin wirklich bekloppt. Aber gut, dass wir hier waren. Haben wir nochmal den Riesenbaumsamen eingesammelt. Ich habe ja komplett vergessen, dass das ja der andere Riese ist. Ach, und dann gehen wir, glaube ich, gar nicht mehr in die Erinnerungen, liebe Freunde, heute. Sondern wir reden heute nochmal mit jemandem. Ja, wenn man nur ein bisschen seinen Grips mal anstrengen würde, Philipp, dann würde man sich auch an die Sachen alle erinnern, über die man reden wollte. Denn, genau, wir müssen hier lang dafür. Da müssen wir jetzt nochmal da durch, bei den Kollegen. Aber das ist nicht so schlimm, in der Hoffnung, dass ich da nicht sterbe. Dass diese Dinger nicht alle explodieren hier. Aus dem Weg! Ach, das war mir so klar. Das war mir so klar, dass ihr alle explodiert. Weil die da oben ihre komischen Brandbomben schmeißen. Das bedeutet, ihr müsstet ja auch noch da sein. Da habe ich euch nicht despawned. Das ist ja wirklich interessant. Das ist ja wirklich interessant, dass ich euch nicht despawned habe. Naja, egal. So, ihr seid jetzt tot. Hey! Ach! Seid ihr von da... Da rennt ihr von da oben runter. Ihr Schweine, ihr! Naja gut, dann muss ich euch alle platt machen. Dann hilft's ja nix. Dann muss ich euch alle platt machen. Komm jetzt her. 1, 2 und 3. Hört auf. Was machen die denn? Die rennen wie die angestochenen Hühner. Ja, ihr rennt zu dem Baum. Ihr wollt zu dem Baum zurück. Ich verstehe das schon. 1, 2, 3, 4. Weg, mein Freund. Bin overleveled. Overpowered. So, ich erlöse euch mal von eurem Trieb, diesen Baum da oben zu attackieren, zu dem ich ja eigentlich auch hin will, liebe Freunde. Ja, dann werden wir jetzt halt noch mit einem NPC reden, in der Hoffnung, dass der Teil dadurch nicht so lang wird. Ja. Oh, ihr haltet aber noch immer noch ganz schön was aus, dafür, dass ihr solche Anfangsgegner seid, haltet ihr ganz schön noch was aus. Aber... Ich habe ja nicht umsonst ein Drangleic-Schwert hier am Start. Ihr werdet mit der Waffe eures eigenen Kommandanten hingerichtet. Welche Ironie. Welche Ironie, liebe Freunde. So, Ruhe. Ich sehe aus wie einer von euch. Ich bin der große Deserteur. Alter! Was ein Penner. Das hat er noch, den Kampfeswillen hat er noch in sich. Was ein Penner. Naja, wie gesagt. Der beste Dark Souls-Spieler der Welt. Ihr seht ihn gerade. So, denn rein theoretisch, hier an diesem Ort, wo man ja auch sieht, haben auch sehr viele Kämpfe getobt. Und gerade diesen Ort hier, werden wir in den späteren Teilen nochmal etwas genauer besuchen. Und vor allen Dingen, wir werden interessanterweise
Müsste ich jetzt eigentlich nochmal gucken. Ja. Wir werden diesen Ort eigentlich auch nochmal hier aufsuchen. Aber wie gesagt, das alles in den kommenden Teilen. Und da mag ich, wie gesagt, generell dieses Zeitreise-Feature oder beziehungsweise, also es ist ja eine Art Zeitreise, die wir machen, wenn wir in diese Riesenerinnerungen oder Gedenken da eindringen. Und das mag ich. Das hat sowas wirklich von der Artorias of the Abyss DLC aus Dark Souls 1. Aber bevor wir wieder mal in die Vergangenheit reisen, ein kurzes Pläuschen in der Gegenwart mit dem guten Benhard. Hallo Benhard, sei gegrüßt. Well, we meet again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart, will she? Ah, Benhard, der unbekümmerte Benhard. Es hat natürlich auch einen riesigen Grund, dass der gute Benhard, im wahrsten Sinne des Wortes einen riesigen Grund, dass der gute Benhard hier anzutreffen ist. Denn seine Questline endet interessanterweise in einer dieser Erinnerungen. Merkwürdig, oder? So als ob er am Ende des Tages gar nicht von dieser Welt wäre, beziehungsweise vielleicht gar nicht so wirklich real ist, sondern vielleicht einfach nur eine Hülle seiner selbst ist? Man weiß es nicht. See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. It's said that no man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands. Der gute Benhard. Immer wieder für einen Scherz zu haben und vor allen Dingen immer wieder darauf bedacht, uns zu erzählen, was er für ein badassiges Schwert da hat. Und merkt euch das, das ist auch eine Regel fürs Leben, liebe Kinder. Immer wenn euch jemand erzählt, wie toll er ist, wenn er nicht damit aufhört, euch zu erzählen, wie toll er ist oder wie toll das ist, was er dort hat oder wie toll das ist, was er kann oder was auch immer. Immer wenn Leute die ganze Zeit prahlen, sind sie einfach wirklich mit die unsichersten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und sie sind sich ihrer selbst oder dessen, von dem sie quasi denken, dass sie damit prahlen müssen, auch sehr unsicher. Und ich glaube, dasselbe trifft auf den guten Benhard zu, der vielleicht am Ende des Tages natürlich den Legenden, die in seiner Familie getragen werden, natürlich sehr viel Glauben und sehr viel Wahrheit abspricht, sozusagen. Weil er sagt, ja, okay, wenn das seit Ewigkeit in meiner Familie ist und es heißt, der Legende nach soll es mit Mondlicht geschmiedet worden sein, wie das übrigens geht, liebe Freunde, fragt mich nicht, das ist eine ganz besondere Schmiedezutat, dann würde ich das natürlich auch glauben. Vor allen Dingen, wenn es seit Ewigkeit in meiner Familie ist, dann würde ich es natürlich auch in Ehren halten. Sicherlich. Aber ich glaube, er selbst ist sich gar nicht mehr so sicher, ob das, was er dort führt als Schwert, so wertvoll und so einzigartig ist, wie er denkt. Und wer Dark Souls 2 gespielt hat, weiß, es ist es leider nicht. Und das ist ein bisschen die Tragik von Benhard, aber wiederum auch eine gute, tolle Parallele zu einem Charakter, den Benhard so ein bisschen repräsentieren soll. Er soll so ein bisschen teilweise so auch so den Solaire hier darstellen. Viele sagen, die gute Luketil ist quasi der Solaire von Dark Souls 2. Gehe ich mit, vor allen Dingen, was das tragische Ende angeht von den Charakteren. Aber ich glaube, vor allen Dingen diese Gutherzigkeit und Gutmütigkeit und dieser Optimismus, ja, den hat er dann schon der gute Benhard für sich gepachtet. Den der gute Solaire ja in Dark Souls 1 zum Beispiel an den Tag legt. Und das wird auch deutlich, weil der gute Benhard, wenn man sich dann sein Zeug irgendwann bekommt, sein Set und sein Schwert, dass all das, was er besitzt, rein theoretisch keine besonderen Fähigkeiten hat, aber am Ende des Tages er trotzdem ein extrem fähiger und mächtiger Kämpfer ist. Und vielleicht auch schon ein bisschen älter, als er vorgibt zu sein. Man weiß es nicht. Aber sprechen wir noch weiter mit dem guten Benhard. I see you've taken a liking to the sword. Well, I applaud you, for you've a sharp eye. But this is one sword, pal, I wouldn't be giving up.
If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold hands. Also ihr seht, er hält sein Schwert sehr in Ehren und natürlich ist der letzte Satz natürlich eine Parodie oder ein Hommage, muss man ja sagen, ich würde eher sagen eine Parodie auf Leute, die sich ungern von Waffen oder von, also gerade von Tötungsinstrumenten trennen wollen, denn man erinnert sich vielleicht nicht gerne, aber man erinnert sich noch an den guten Charlton Heston, berühmter Hollywood-Schauspieler, Planet der Affen zum Beispiel, also die ersten Planet der Affen, der ja ein großer Verfechter der National Rifle Association ist, also der NRA, ja, die ja gerade wieder in Amerika, ne, aufgrund dieses Our Lives Matter oder dieser ganzen Schulmassaker leider wieder in unter Feuer geraten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für diese Vereinigung hat ja Charlton Heston oft Werbung gemacht und hat ja mal so ganz heroisch, wenn man sich daran erinnert, mal so eine Waffe, so eine Schusswaffe, so ein Gewehr hochgehalten auf einer so einer Ansprachen bei der NRA. Und hat gesagt, from my cold dead hands, also aus meinen kalten, toten Fingern, muss man meine Waffe mir quasi entreißen, ja, über meine Leiche, nur dann kriegt ihr meine Waffe, ja, liebe Waffenkontrolleure, ja, in den USA. Vielleicht ist das auch so eine kleine Anspielung darauf. Bernhard, hast du noch irgendwas? Have a great day to you. And I'll never forget it. I, Bernhard, swear by my honor to aid you in your darkest hour, so no problem, pal. Und dieses Versprechen wird der gute Bernhard wirklich einlösen, denn in unserer dunkelsten Stunde, wahrhaft dunkelsten Stunde, wo wir gegen das Dunkelste kämpfen, was man sich so vorstellen kann in dieser Welt, da wird er uns zur Seite stehen müssen, damit wir seine Questline zu Ende bringen und sein Zeug am Ende des Tages bekommen, nämlich im Bosskampf gegen Nashandra. Der Bosskampf gegen den Riesenfürsten, der zählt auch mit da rein. Ich glaube, der Bosskampf gegen den Spiegelritter auch. Ich weiß gar nicht, ob der Bosskampf... Ich glaube eben nicht, dass der Kampf gegen den Riesenfürsten mit reinzählt in seine Questline. Ich mach's aber der Sicherheit, nehme ich immer den lieben Bernhard mit und nicht den lieben Captain Drummond. Obwohl ich das natürlich sehr viel passender finde, dass man mit Captain Drummond gegen den Riesenfürsten, übrigens in einer Arena, die euch dann wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen wird, gegen den kämpft. Ich weiß gar nicht. Vielleicht gucke ich es nochmal und entscheide mich noch um, ob ich den lieben Captain Drummond zur Hilfe rufe im Kampf gegen den Riesenfürsten oder den guten Bernhard. Aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, müssen wir ihn rufen beim Spiegelritter. Wir müssen ihn rufen bei dem herumstreifenden Magus. Und wir müssen ihn rufen bei Nashandra, um seine Questline quasi abzuschließen. Und das ist so ein kleiner Hinweis, dass man ihn vielleicht in unserer dunkelsten Stunde um Hilfe bitten sollte. Okay, alles klar. Nein, ich wollte es nicht nochmal machen. So, in unserer dunkelsten Stunde wird er uns quasi behilflich sein, der gute Bernhard. Aber diese dunkle Stunde liegt noch eine Weile zurück, denn zwischen all dem, bis wir den guten Bernhard noch, bis wir den guten Bernhard rufen, dazwischen liegt noch sehr viel Zeug, was wir zu erledigen haben. Denn, liebe Freunde, macht euch keine Illusionen, dieser Playthrough wird noch eine ganze Weile dauern, denn vor uns liegen, wie gesagt, noch die ganzen Erinnerungen. Dann gibt es noch eine Erinnerung, in die wir definitiv dann noch, bevor wir in die DLCs reingehen, rein müssen. Und da wird es dann wahrscheinlich einen Teil geben, in dem man sehr lange über Lore quasi sprechen muss. Und dann gibt es, wie gesagt, die DLCs noch. Ja, und dann stehen dann drei Bosskämpfe hintereinander uns bevor. Und das wird sehr heftig, liebe Freunde. Aber dann sind wir dann endlich durch mit Dark Souls 2. Aber wie gesagt, bis es soweit ist, vergeht noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, bis dahin erfreut ihr euch an weiteren Teilen hier von Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2. Und ich würde mich wie immer über Likes freuen, über Kommentare, über Meinungen zu Bernhard, zu den Riesen, zu meinem Gameplay. Das könnt ihr gern abfällig bewerten, da habt ihr jedes Recht dazu, nach dem, was ich heute für eine Vorstellung geliefert habe. Aber ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, falls euch Gameplay nicht so wichtig ist wie meine Meinung zu dieser ganzen Lore und den ganzen Mechaniken hier in diesem Spiel. Und ansonsten noch viel Spaß im Internet, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und da wir sie gerade so im Hintergrund, glaube ich, sehen, gelobt sei die Sonne. Ciao.